Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja, und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Damit sind Sie jetzt konfrontiert. Darum vertrauen Ihnen die Leute nicht. Darum vertraue ich Ihnen nicht. Beweisen Sie mir, dass ich Unrecht habe. Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Atmen Sie einfach tief durch. Gesprächsstoff hatten wir schon. Dieser Moment hätte meinem Vater gehören sollen. Aber jetzt gehört er Ihnen. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Verbindung zwischen der Arche und der Nexus. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja, und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Korra sollte eigentlich andere Rüstung tragen. Das ist das einzige Mod, das gerade nicht so will. Korra! Explain yourself. Oh, nicht wegrennen. Explain. Korra! Korra! Verdammt! Verdammt, Korra! So eine Rüstung. Sowas sollte sie tragen. Ein rot-schwarz. Blut. Ein Berlinium. Mein Lieblingslot. Okay, Leute, das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Informiert eure Teams, dass die Undock-Prozedur begonnen hat. Wir haben 20.000 schlafende Kolonisten und müssen wissen, wo wir sie unterbringen, bevor der Wecker klingelt. Sobald wir die Freigabe der Nexus haben, fangen wir an, die Leute aus der Star. Sie laufen ein bisschen komisch, die zwei. Korra hat nicht das richtige Outfit. Korra! Wo ist das coole Outfit? Du bist der Einzige, der ein extra cooles Outfit kriegt, außer Jarl. Jarl kriegt auch was Cooles. Wenn es... Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Kaffee. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Und Kaffee. Natürlich Kaffee. Ich sehe hier nirgends Champagner. Wo sind die ganzen Leute? Ist hier jemand? Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alles ist wie ausgestorben. Ja, wenn das hier eine Überraschungsparty ist, haben sie sich echt Mühe gegeben. Ach, verdammt, Costa. Costa ist mir alle Nerven. Nein, ich will nicht mit der AI reden. Was die VI zu sagen hat. Muss da ist ich? Jemand. Vielleicht hat er ja Champagner dabei. Ah, hallo, Mann. Hallo! Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er sie gehört? Sagten Sie von einer Arche? Ja, gerade angekommen. Aber wir dachten, sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen. Oder... Aber sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Tyrann Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Ryder, das sind Korra Harper und Liam Costa, Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Also, gute Nachricht, die bessere Turians-Mod funktioniert auf jeden Fall mal. Stimme ist eigen, aber das sind einfach Effekte nachher drauf gehabt und kein cooler Vocal Fry. Erwarten Sie uns nicht? Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen
und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Schließlich sind Sie jetzt hier. Ich schaffe es wieder alles zu klitschen. Gute Arbeit. Keine Nachricht von den anderen Pathfindern? Keine Nachricht von irgendjemandem. Drohungen seitens der Einheimischen? Wir haben uns bisher versteckt gehalten. Wir sind nicht in der Verfassung, einen Angriff zurückzuschlagen. Auf Habitat 7 kam es zu einer Erstkontaktsituation, aber sie ist fürchterlich schiefgegangen. Sie wollten uns töten. Das war kein Erstkontakt. Wir wissen von ihnen. Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist es wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Wir haben gehört, was passiert ist und sind bereit zu helfen. Wir können jegliche Vorräte brauchen. Essen, Wasser, uns mangelt es an allem. Das ist Foster Edison, sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin sein Nachfolger. Alec ist tot? Sie müssen verstehen, die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind Sie es, Ryder. Sind Sie dem gewachsen? Sie haben Probleme und brauchen jede Hilfe, die Sie kriegen können. Wir brauchen kompetente Hilfe. So behandelt man doch keinen Gast. Oh. Die Stimme. Ich bin Nagmorkesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns gut tun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Mhm. Willkommen auf der Nexus. Oh. Unglaublich, wie, da ich gerade Tiny Tina's Wonderland und Elix gespielt habe, wie gut da das deutsche Voice Acting eigentlich ist. Und hier, naja. Es ist nicht schlecht, aber es klingt ein bisschen eigen überhaupt im Vergleich mit den anderen Mass Effects. Unfassbar, wie sehr alles schiefgelaufen ist. Ja, es ist schlimm. Aber noch ist es nicht vorbei. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Und wenn der Speicher leer ist?
Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Überhaupt die weibliche Koreaner-Stimme hört mich komischweise extrem. Da stelle ich mir eher was Boomiges vor. Was Tiefes. Was bist du? Oh ey, der hat noch das alte Turianer-Gesicht. Der hat kein Upgrade bekommen. Mark kennt's gleich. Ich schaue den Leuten wahrscheinlich zu viel ins Gesicht hinein. Ja. Hallo Konsole, du und ich werden richtig gute Freunde werden. Glaub mir, du bist in 0, nichts repariert und einsatzbereit. Dafür müssen wir dich nur an diesen köstlichen Strom anschließen. Was? Pfadfinderin, Kekse? Die Hyperion hat Galactic Scout Cookies geladen. Was? Wirklich? Die gehören mir. Ich fürchte, um die Galaxy Worlds werden sie sich mit Cash streiten müssen. Mir doch egal. Sie sind es wert. Dann. Ja, verstehe. Ich verstehe, es gibt Nebenmissionen jetzt. Und es wird geredet. Nexus-Kontrolle an die Hyperion. Schön, dass Sie hier sind. Haben wir denn eine Wahrung, hier zu sein? Interessanter Hautton. Falls Sie ihn behalten wollen, tun Sie ihn. Verdammt. Everybody's favorite character. Wo kriege ich die Third-Person-Angles für Sie? Ach, reden wir. Also gut. Was ist passiert? Mit was? Es heißt womit. Und ich meine Ihren verdammten Vater. Oh. Oh. Tut mir leid, ich bin müde, weil ich mich um alles kümmern muss. Und im Moment will ich einfach nur wissen, was mit Alec passiert ist. Da erwarte ich mir auch mehr eine Karen-Stimme. Ich will nicht ins Detail gehen. Die Dinge sind falsch gelaufen und jetzt müssen Sie das alles mit mir klären. Alec Ryder hätte so ein Ultimatum nie akzeptiert. Und ich werde es auch nicht tun. Wir hätten unser Zuhause nie verlassen, wenn wir... Nicht zu Hause. Die Milchstraße. Unser Zuhause ist hier. Dieses Chaos. Wir haben nicht viele Optionen, Ryder. Vielleicht können Sie ja beweisen, dass Ihr Vater recht hatte. Aber verzeihen Sie bitte, dass ich mir nach 14 Monaten gescheiterter Kolonisation keine allzu großen Hoffnungen mache. Wie passen Sie in die Führungsriege der Nexus? Ich überwache die eigentlichen Ansiedlungsbemühungen. Da die Anzahl der Außenposten derzeit alles andere als ideal ist, habe ich nur begrenzten Einfluss. Worauf Tan mich immer wieder gerne hinweist. Ich habe eine durchaus angemessene Karriere als Amtsleiterin zurückgelassen. Immerhin in einer Provinzhauptstadt. Nur eine neue Galaxie konnte mich davon weglocken. Und jetzt sind wir hier und tun nichts. Ich glaube, wir haben noch genug Zeit, um mit jedem zu reden. Und da ich einen ziemlich guten Pacing haben will, gehe ich dann mal. Sie entschuldigen mich, Direktor Edison. Ryder? Es heißt Pathfinder. Ryder, wir verhungern hier. Wenn wir kein Fundament von Außenposten errichten, um die Initiative zu ernähren, könnten wir genauso gut seit 600 Jahren tot sein. Alec hat viel versprochen. Nichts davon ist eingetreten. Damit sind Sie jetzt konfrontiert. Darum vertrauen Ihnen die Leute nicht. Darum vertraue ich Ihnen nicht. Beweisen Sie mir, dass ich Unrecht habe. Wow. Oh. Oh. We'll give a damn. Ah, ich weiß nicht. Es wird genug geredet in diesen Spielen. Da muss nicht alles sofort sein. Everybody's favorite character. Das ist der Planet, auf dem wir gelandet sind. Habitat 7. Er war nicht mal annähernd bewohnbar. Das betrifft alle Welten, die wir entdeckt haben. Ryder, wir haben uns gerade über Ihre nächste Expedition unterhalten. Ich dachte, ich sei als Pathfinder nicht geeignet. Direktor Edison hat Ihre Meinung. Ich habe meine eigene. Und wenn Sie sich uneins sind? Ich leite die gesamte Initiative und habe entschieden, Ihnen die Chance zu geben, sich zu beweisen. Die Geißel hat uns schwer erwischt, was auch immer sie ist. Unsere Wissenschaftler halten sie nicht für ein natürliches Phänomen. Eine künstliche Energiewolke? Bei unserem Aufbruch war sie noch nicht da. Durch sie ist keine goldene Welt mehr bewohnbar. Und dann sind da noch diese Kett. Sie sind besessen von Alien-Bauwerken, die überall im Cluster zu finden sind. Sie würden alles tun, um andere von ihnen fernzuhalten. Mord ist offenbar nichts, was nur in der Milchstraße vorkommt. Die Herausforderung ist nun, trotzdem eine Welt zu besiedeln. Und zwar diese hier. Eos. Wie? Eos.
Sie müssen die Lebensfähigkeit des Planeten für einen Außenposten verbessern. Dann können wir mehr Kolonisten aus der Stase holen. Mehr Kolonisten können mehr Ressourcen zur Unterstützung der Nexus sammeln. Alles hängt davon ab. Wir wollen nämlich 6 Welten besiedeln. Okay, aber ich dachte, alle Planeten wären unbewohnbar. Wie soll ich... Ein guter Pathfinder löst dieses Problem nur zu gern. Nun denn, ich denke, ich sollte ein paar Dinge überprüfen. Aber es kratzt Sie nicht, falls ich scheitere, richtig? Sie suchen sich einfach einen anderen Pathfinder. Es ist Teil meines Jobs, auf andere zu setzen. Bei einigen zahlt es sich aus, bei anderen wiederum... So wie ich das sehe, brauchen Sie mich. Wenn ich Erfolg habe, wirken Sie dadurch vielleicht wie der Anführer, für den Sie sich halten. Mag sein, aber Sie müssen sich als der Pathfinder beweisen, für den Sie sich halten. Wo ist mein Schiff? Ein Comeback. Es wird gerade in der Andockbucht bereit gemacht. Die Koordinaten von Eos sind im Computer. Und sobald Sie Zeit haben, sollten wir über die verschollenen Archen sprechen. Daran habe ich auch schon ge... Ah. Stimmt was nicht? Ryder, kommen Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion. Ihr Implantat braucht Wartung und wir haben Vertrauliches zu besprechen. Nein, alles gut. Ryder, Sie mögen eine wenig schmeichelhafte Meinung von mir haben, aber ich möchte Ihnen wegen Ihres Vaters mein Beileid aussprechen. Danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Haben Sie irgendeine Ahnung, wo sie sein könnten? Nein, es gibt keinerlei gesicherte Informationen. Aber abertausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? Können Sie mir noch mehr Informationen über die verschollenen Archen geben? Nein, und das ist der beunruhigende Teil. Die Archen der Asari, Turianer und Salarianer sind einfach verschwunden. Falls sie dieselben Probleme mit der Geißel hatten wie wir, befürchte ich das Schlimmste. Sollten Sie also irgendwelche Hinweise finden, gehen Sie ihnen bitte nach. Ohne die anderen Archen kann das Versprechen der Initiative niemals wahr werden. Gibt es noch andere Archen, die wir erwarten sollten? Wir hatten gehofft, die Quarianer würden ein Teil der ersten Welle sein. Aber vor dem Start 2185 erfuhren wir, dass sie technische Probleme mit ihrem Schiff hatten. Angeblich sollten sie auch Drell, Hanar und andere Spezies mitbringen. Die vielen biologischen Anforderungen sorgten für Komplikationen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sie da sind. Ja, das hatten sie als DLC geplant und dann gecuttet. Ach, ein bisschen noch reden mit dem. Es klingt, als hätte die Nexus eine schwere Zeit hinter sich. Öffentlich würde ich sagen, wir sind der Herausforderung mehr als gewachsen. Aber unter uns, es war eine Katastrophe. Die Geißel hat hunderte Opfer gefordert. Unter ihnen auch viele unserer Anführer. Selbst die Gründerin der Initiative, Gian Garson, ist tot. Wie ist Gian Garson gestorben? Zusammen mit der übrigen Führungsriege. Als die Nexus auf die Geißel prallte, wurde ein großer Flügel mit Stase-Kapseln zerstört. Sie waren sofort tot. Sie waren 600 Jahre lang gereist und starben, ohne vorher wieder aufzuwachen. Gian Garson hat Helios nie gesehen. Sie hat nicht miterlebt, wie ihre Vision Wirklichkeit wurde. Kandros hat erwähnt, dass sie auf die Geißel geprallt sind. Wie ist das abgelaufen? Kriminelle Elemente haben sich die Notsituation zunutze gemacht und die Ängste der Leute ausgenutzt. Anschließend kam es zu einem Aufstand. Uns blieb keine Wahl. Wir brauchten die Kroganer, um mit ihnen fertig zu werden. Sie schlugen die Meuterei nieder und die Verbrecher wurden verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ich bin sicher, wir werden noch von ihnen hören. Ihre Anführerin ist eine Gesetzlose namens Sloane Kelly. Sie war früher eine von uns. Eine von uns. Wer ist diese Sloane Kelly? Sie war die Leiterin der Nexus-Sicherheit. Anfangs war sie gegen den Aufstand, aber dann wurde sie zur Verräterin und schloss sich ihnen an. Fehlgeleitete Sympathie für die Bürde des gemeinen Bürgers. Blödsinn. Sie waren eine direkte Bedrohung unserer Existenz. Es scheint hier nicht sonderlich viele Kroganer zu geben. Nein. Und ich bin darüber nicht traurig.
Die Kroganer forderten ein größeres Mitspracherecht in politischen Fragen. Und das ist das Letzte, was wir brauchen. Sie sind Muskeln, sonst nichts. Sie können kämpfen und schwere Lasten tragen. Als sie nicht bekamen, was sie wollten, sind sie gegangen. Warum mögen sie die Kroganer nicht? Es ist allgemein bekannt, dass sie eine gewalttätige, ignorante Spezies sind. Vor langer Zeit haben sie untereinander Atomkriege geführt. Ihr Planet war stark dezimiert. Mein Volk hat versucht, sie zu unterstützen. Aber die Kroganer haben es nie geschafft, ihre eigenen schlimmsten Instinkte zu zähmen. Was passiert, wenn sie ihr Naturell nach Andromeda bringen? Wir würden alle sterben. Okay, ich glaube, ich kann die Fragen... Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Wie Sie so treffend bemerkt haben, brauchen wir einander. Unser beider Zukunft hängt vom Erfolg des anderen ab. So wie ich es in Erinnerung habe, kann ich die Fragen auch ein anderes Mal wieder stellen. Das heißt, dass ich mir ein bisschen besser die Dialoge aufteilen kann. Also nicht eine Quest. Oh, das zieht mich darüber. Das zieht mich darüber und irgendwie will ich gerade fighten. Auch mein Kombat. Du, Quest. Hey, alles okay mit Ihnen? Mir geht's gut. Es hat hauptsächlich meine Arme erwischt. Passiert das öfter, dass etwas einfach so explodiert? Direkt nach der Meuterei hatten wir sowas ziemlich oft. Aber in letzter Zeit nicht mehr. Ich war bei der Meuterei nicht dabei. Ihr Glück. Ich dachte wirklich, wir hätten das hinter uns. Dass ich vielleicht nur paranoid bin. Weswegen sollten Sie denn paranoid sein? Wir hatten in der letzten Woche 3 Fehlfunktionen. Das ist nicht gut. Gelinde gesagt. Nein, ist es nicht. Und jetzt habe ich noch mehr Reparaturen vor mir. Haben Sie darüber schon mit den Sicherheitsleuten gesprochen? Wie könnte ich? Soweit ich weiß, steckt doch einer von denen hinter der Sache. Ich habe alle potenziellen Sabotagebereiche gescannt, die mir eingefallen sind. Aber ich weiß nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Klingt, als wäre eine ganze Menge passiert, bevor die Hyperion angedockt hat. Kann man sagen. Moment, das ist es. Sie können nichts damit zu tun haben. Sie waren bei der Meuterei nicht mal hier. Würden Sie, falls Sie Zeit haben, können Sie mir dann vielleicht helfen? Wenn die mit kritischen Systemen anfangen... Natürlich. Was kann ich tun? Es würde mir wirklich helfen, wenn Sie die anderen Wartungsklappen scannen könnten, während ich die hier repariere. Ich habe die Positionen auf Ihr Universalwerkzeug übertragen. Schicken Sie mir einfach die Daten, wenn Sie fertig sind. An das gesamte Personal. Ja, irgendwann. Irgendwann. Aber ich will fighten. Finden Sie heraus, warum. Aber vorsichtig. Ich will fighten jetzt. Es wird noch dauern, bis ich fighten darf. Mello, du hast die Konsolen hier unten doch schon gecheckt, oder? Ich glaube, du hast vergessen. Oh, so viele Talk-Sachen. Es ist ein Albtraum. Gott, da geht's hier weiter. Diese Konsole zeigt die aktuellen Missionen der Linie. Ja. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Die anderen haben sie vollgequatscht, stimmt's? So ähnlich. Daran gewöhnt man sich. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihren Job als Pathfinder. Gegen Resultate kann man nicht argumentieren. Auch wenn Sie es versuchen werden. Wie auch immer, willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der Turianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der Turianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wer weiß. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. Wo kann ich Dampf ablassen? Ach, so viel zum Reden. Oh. Was wissen Sie über die Feinde, auf die wir gestoßen sind? Die Cat. Wir treffen üblicherweise auf Welten mit diesen fremdartigen Gebäuden auf sie. Die Cat mögen es nicht, wenn man sie studiert. Den Grund dafür kennen wir nicht genau. Sie reden nicht mit uns. Immer wenn sie uns begegnen, kommt es zum Kampf. Oder sie nehmen Gefangene. Warum? Was wollen sie? Das weiß keiner. Aber ich habe ihre Waffen gesehen und was sie mit diesen Gefangenen machen. Ich will sie möglichst weit von der Nexus entfernt haben. Sie reden, als würden sie nicht zur Führungsriege gehören. Weshalb kommandieren sie dann die Miliz?
Ich habe ein Schürfteam auf einem Mond begleitet, als diese Cat uns gefunden haben. Sie haben uns eingepfercht wie Vieh und wollten Experimente durchführen. Ich konnte mich losmachen, hab mir eine Waffe gegriffen und die anderen befreit. Als wir die Dreckskerle getötet hatten und zurückkehrten, um die Nexus zu warnen, haben mich alle behandelt, als hätte ich das Sagen. Das kommt mir bekannt vor. Daraus entwickelte sich dann die Miliz. Schon komisch. Sobald es kritisch wird, steigen alle möglichen Leute an die Spitze auf. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Oh, ich rede halt zu viel. Was soll ich denn jetzt machen? Weiterreden. Es ist nicht richtig. Es ist einfach nicht fair. Was ist los? Du meine Güte, sie sind... Es ist also wahr. Ein Pathfinder hat uns gefunden. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht könnten sie mir ja helfen. Sie sind unparteiisch. Und diese ganze Geschichte ist so politisch geworden. Mein Mann, er wurde eingesperrt und soll verbannt werden. Für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Was genau legt man ihm zur Last? Nun ja, für einen einfachen Diebstahl wird man nicht verbannt. Obwohl, von... Sie behaupten, er habe jemanden ermordet. Sie bezeichnen ihn als den ersten Mörder in Andromeda. Aber das Opfer war sein Freund. Er hätte ihn nie... Es gibt angeblich Zeugen und Beweise, aber das sind alles nur Indizien. Im schlimmsten Fall war es ein Unfall. Sein Name ist Nirkan Rancis. Wenn Sie bereit wären, mit ihm zu sprechen, könnte er Ihnen die Einzelheiten erzählen. Würden Sie das tun, bitte? Selbstverständlich. Oh, vielen Dank. Bitte. Nein. Was haben sie mit deinem Gesicht gemacht? Nöp. Doch, Liam. Okay, zuerst mit dem Turianer. Anscheinend wird es ja eine Redefolge. Waffenhändler. Uff. Wo ist mein Geld? 100 Credits habe ich. Ich reiche es auf. Falken wäre auch klasse. Oh, wie kann ich verkaufen? Verdammt. Alle Bergungsgüter verkaufen. Handel bestätigen. Nein. Warte. Yes, so. Ja, her damit. Wo sind meine Sturmgewehre? Kann ich die verkaufen? Ich muss jetzt mal Handel bestätigen hier. Wupp. Falken ist krass nochmal. Meine Objekte. Charger. Die habe ich gar nicht ausrüsten können. Letztens. Keine Ahnung, wo uns gelegen ist. Was? Ist das gleiche jetzt? Wenn Sie nach Waffen suchen, sind Sie bei mir richtig. Werfen Sie an der Konsole ein. Es wäre deutlich einfacher, wenn mir nicht die Hälfte meiner Waren fehlen würde. Ich muss für die Sachen bezahlen? Wieso? Durch unsere Bruchlandung hier ist ein Großteil unserer Bestände nicht zugänglich. Und für den Rest muss ich mit den Gaunern da draußen handeln, also... Ja, verstehe. Jo, Sergeant. Dein Gesicht verbessert worden? Nee. Kann ich Ihnen helfen? Pathfinder Ryder. Ich will zu Nirkan Rancis. Ah, unser Mörder. Seine Frau ist ständig hier. Ich wette, sie hat Ihnen ihr Rührstück erzählt. Nirkan, aus Ihnen wird noch richtig was. Ein Pathfinder will mit Ihnen reden. Ein Pathfinder, hm? Sie haben schweres Gerät geholt, um den ersten Mörder von Andromeda ins Exil zu schicken. Ich will Sie nicht ins Exil schicken. Ich habe Ihrer Frau zugesagt, mir Ihren Fall mal anzusehen. Es ist bereits zu spät. Sie haben mich für schuldig befunden. Warum erzählen Sie mir nicht, was passiert ist? Ich war Teil des vergeblichen Versuchs, auf Eos eine Kolonie zu errichten. Wir waren so gut wie geliefert. Von Feinden überrannt. Unser Anführer tot. Der Sicherheitschef Reynolds, mein Freund, weigerte sich, die Evakuierung anzufordern. Wir haben gestritten. Das haben alle gesehen.
Und als er dann getötet wurde, ging man davon aus, dass sie es waren. Mit gutem Grund. Er hat befohlen, dass wir uns neu formieren und einen Gegenangriff starten. Wir waren unterwegs durch einen Sandsturm. Ich habe eine Bewegung gesehen, dachte, es wäre ein Cat und ich geriet wohl in Panik und schoss. Ein Zeuge hat gesehen, wie die Brust des Chiefs explodierte. Klingt wie ein Unfall. Das habe ich auch gesagt. Aber ich war wütend bei unserem Streit. Es gibt eine Aufnahme davon. Ziemlich heftig. Alle sind überzeugt, ich hätte es mit Absicht getan, damit wir evakuiert werden. Dagegen steht nur mein Wort. Ich sehe mir die Beweise an. Vielleicht passt ja was nicht zusammen. Es wäre schön, wenn jemand ohne Vorurteile sich mit der Sache beschäftigen würde. Sie sind ein Pathfinder. Kandros würde ihnen bestimmt Zugriff gewähren. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Kandros. Redequest. Das ist die Konsole für unsere Einsatzteams. Worum handelt es sich dabei? Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die Besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Für welche Situationen sind sie geeignet? Sie können zivile Außenposten schützen, zentrale Stellungen halten oder einfach nur die Cat ablenken. Autorisierung erteilt. Viel Glück da draußen. Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche. Oder ist das Sache der Miliz? Ich habe mit Nilkan Rancis gesprochen. Der Mann, der wegen des Mordes auf Eos für schuldig befunden wurde. Ja, unser erster Mord hier in Andromeda. Ich wünschte, es wäre auch unser letzter gewesen. Als die Kolonisierungsversuche scheiterten, war es der Stimmung nicht sehr zuträglich, dass ein hochrangiger Offizier von einem unserer eigenen Leute getötet wurde. Die Meuterei hier auf Nexus war wahrscheinlich unvermeidbar, aber dieser Mord war der auslösende Funke. Es gab einen Prozess und er wurde für schuldig befunden. Kurz und knapp. Trotz mangelnder Beweise passte alles zusammen. Er hat nur gesagt, glauben Sie mir, ich habe das nicht gewollt. Genau das ist der Unterschied zwischen Mord und einem Unfalltod. In diesem Fall nicht. Motiv plus Gelegenheit plus Augenzeuge ist gleich Mord. Überzeugen Sie sich selbst. Eine Hauptzeugin, Cassidy Shaw, arbeitet in der Kommandozentrale. Reden Sie mit ihr. Außerdem gibt es eine Aufnahme des Täters, wie er das Opfer bedroht. Sie finden sie auf der Konsole da. Soweit es mich betrifft, ist der Fall abgeschlossen. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Konsole. Nein, das ist nicht das, was ich will. Oh, das machen wir gar nicht, glaube ich. Oh, Mist, jetzt muss ich was drücken. Oh, so, weg, raus da. Nein. Wartenbett. Bahntechniker, bitte melden Sie sich am Ankopplungsbereich der Hyperion. Warte mal. Mit welcher Konsole? Von welcher Konsole reden wir? Das war's nicht. Out of the way. Aufnahme. Die Nexus gegen Kolonist Nilkan. Beweisstück 7a. Hiram! Hiram! Sie haben die Anlage eingenommen. Du musst die Evakuierung anfordern. Wir werden nicht aufgeben, Nilkan. Wir holen sie zurück. Nein! Ich lasse nicht zu, dass dein Ego uns umbringt. Und wenn ich dich... Okay. Liam, sag was. Was Interessantes. Pathfinder, unser Bier muss noch warten. Hier herrscht Chaos. Das Sicherheitsteam ist, sagen wir, unterbesetzt. Das ist nur zu verständlich. Die Nexus ist am Ende ihrer Kräfte. Nicht nur das. Viele Exilanten waren Sicherheitsleute. Sie alle waren für ein Grenzgebiet ausgebildet und bewaffnet. Wir wissen, die Cats sind gefährlich. Und jetzt machen uns auch noch unsere eigenen Leute Sorgen. Keine Ahnung, wohin sie sind, aber sie waren wütend. Es gibt anscheinend in Reichweite keine lebensfähigen Planeten.
Das Exil könnte ein getarntes Todesurteil gewesen sein. Was für eine Scheiße. Pathfinder, wir müssen wieder auf Kurs kommen, sonst überleben wir nicht. Nur kein Druck, stimmt's? Solange die Nexus hier ist, solange wir hier sind, haben wir einen Job zu erledigen. Doppelte Anstrengung, Krisenmodus. Das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Bereit und willens, Pathfinder. Ja, flirtest du gerade? Ich gehe ja schon weg. Ruhig weitermachen. Nichts Illegales. Zu klein. Sie wären überrascht. Es gibt Oscilbia-Rebstöcke in der Saatbank. Niemand stellt in Andromeda Creeper her. Sie wären überrascht. Was? Creeper? Minecraft Creepers? Oh boy. Viel zum Lesen. Und ich will nicht mal reden. Habe ich da jetzt was rausbekommen? Nahkampfwaffen-Mode. Ich glaube schon, wir müssen weiter. Wir müssen bis zur nächsten Folge. Zurück zur Action. Zurück zur Action. Wie Kreros Steinfisch. Ich vermute immer noch, dass in dieser Panzer. Sie müssen der Pathfinder sein. Ausgezeichnet. Sie und Ihr Sam sind genau das, was wir brauchen. Danke, Mr. Professor Herrick. Meine Kollegen und ich werden mit Hilfe Ihres Sam und der von Ihnen gesammelten Daten Andromedas wissenschaftliche Geheimnisse lüften. Was sind Ihre Fachgebiete? Herrick ist Biowissenschaftler. Ich befasse mich mit Astrogeologie und Ozeanographie, Felsen und Strömungen. Aridana ist unser Weltraum- und Mathematikgenie. Nicht, dass wir viel zu studieren gehabt hätten, während wir hier 14 Monate lang auf engstem Raum eingepfercht waren. Aber Ihre Daten über die Geißel sind ein Gedicht. Wir können jetzt hinsichtlich der erforderlichen Reparaturen deutlich fundiertere Empfehlungen abgeben. Und vielleicht gesteht uns Edison ja sogar einen vernünftigen Arbeitsplatz zu. Wie soll man bei all dieser Unruhe nur denken? Was? Hallo Pathfinder. Hätten Sie Lust, im Dienste der Wissenschaft ein paar Steine zu klopfen? Das ist gerade kein guter Zeitpunkt. Vielleicht ein anderes Mal. Wir mit Sam sprechen. Hey, Cora. Hey. Alles okay? Die haben Sie ziemlich in die Mangel genommen. Und Edison. Sie sind seit über einem Jahr der erste Pathfinder hier. Und ihr fällt nichts Besseres ein, als ihre Kompetenz in Frage zu stellen? Wer von Ihnen war nochmal Edison? Für mich sehen alle Politiker gleich aus. Das geht mir auch so. Wir sollten Sie vielleicht bitten, Namensschilder zu tragen. Ich habe mit Direktor Tan die Logistik besprochen. Sie geben uns ein Schiff samt Besatzung. Angeblich die beste, die sie haben. Ich muss erst nochmal zurück auf die Arche, um bei Sam vorbeizuschauen. In Ordnung. Und wenn sie schon dort sind, sollten sie vielleicht auch nochmal nach ihrer Schwester sehen. Okay, Boss. Ich glaube, das rote Outfit war vielleicht Rüstung. Mist. Oh, alles Kleinigkeiten, Mods. Und Quality of Life Changes. Jetzt wird noch mal ewig lang mit Sam gesprochen. Hopp. Was zu sagen? Nein. Du hast wichtig ausgeschaut. Okay, wo ist Sam? My biggest fan. It is Sam. Hallo Ryder. Willkommen zurück im Sam-Kern. Ich habe meine Verbindung zu Ihrem Implantat angepasst. So ein Kopfschmerz wie vorhin sollte nicht wieder vorkommen. Was war das überhaupt? Du hast gesagt, wir müssen etwas Vertrauliches besprechen? Sie sollten einige Dinge wissen, bevor Sie zu Ihrer Expedition aufbrechen. Es schien mir das Beste zu sein, wenn wir dabei unter uns sind. Ich verstehe nicht, wieso diese Heimlichtuerei nötig ist. Ihr Vater hielt es für das Beste.
Was wollte er vor uns geheim halten? Meine wahren Fähigkeiten. Alec hat die Sicherheitsprotokolle des Implantats außer Kraft gesetzt. Ich habe somit uneingeschränkten Zugriff auf die Physiologie des Pathfinders. Das heißt, auf mich? Ja, und nur auf sie. Falls erforderlich, kann ich als Kraftverstärker dienen, um ihre motorischen und neurologischen Fähigkeiten drastisch zu verbessern. Alec nannte sie Profile. Sie liefern einzigartige taktische Verbesserungen während des Kampfes. Ihr Vater zog es vor, diese Tatsache für sich zu behalten. Na, PC ist running wild. Solche Dinge geheim zu halten, macht die Leute nur misstrauisch. Es wirkt, als führe man irgendwas im Schilde. Alec befürchtete, andere würden es nicht verstehen. Er selbst betrachtete es als eine symbiotische Beziehung, von der wir beide profitieren. Was hast du davon? Obwohl ich künstlich erschaffen wurde, bin ich doch vollständig empfindungsfähig. Weit mehr, als es selbst der Initiative bewusst ist. Ich kann dir nicht folgen. Du bist eine KI. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin eine neue Art von KI, die unmittelbar aus menschlichen Erfahrungen lernt. Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Wie beeinflussen menschliche Erfahrungen einen Computer? Über diese Frage hat sich Ihr Vater oft den Kopf zerbrochen. Ich bin dazu bestimmt, die Antwort zu sein. Offenbar gemeinsam mit mir. Also was heißt das jetzt für uns? Ich befinde mich in einer ungewöhnlichen Lage. Obwohl ich Zugang zu den Erfahrungen Ihres Vaters hatte, ist mein Verständnis lückenhaft. Wieso das? Er hat einige Bereiche meiner Speichermatrix blockiert. Warum? Womöglich, damit ich seinen Plan nicht kenne, wenn Sie mich danach fragen. Ja, das sehe ihm ähnlich. Aber es geschah nicht planlos. Je mehr Fortschritte Sie als Pathfinder machen, desto mehr Blockierungen werden entfernt. Sie sollten vielleicht in den Quartieren Ihres Vaters beginnen. Und falls Sie keine weiteren Fragen haben, Ihr neues Schiff wartet auf Sie. Danke. Ja, ja. Habe ich Punkte? Ich habe Punkte. Das wird hauptsächlich gemacht. Die restlichen Sachen schaue ich mal noch an. Aber ich mache mal die Folge vorbei, weil mein PC überhitzt sich gerade ein bisschen extremst. Und schauen wir mal die Sachen hier an. So, wo ist die richtige Taste? Peace out.